hier beim Sylter Beach Polo World Cup und haben die große Ehre, mit dem Mr. Winter und dem Mr. Schmidt hier ein Gespräch führen zu dürfen. Mr. Winter gehört zu der berühmtesten Polo-Familie Deutschlands, Niffi Winter, auch unter anderem Obmann bzw. Präsident des Hamburger Polo-Clubs. Wie war dein Eindruck hier von diesem tollen Julius Baer Beach Polo World Cup Sylt? 10.11. Ausgabe, glaube ich, und du bist seit Anfang an mit dabei. Ja, wir sind also vom ersten Tag an haben wir hier mitgespielt. Wir haben auch immer mit den Familien Schneidern zusammen gespielt, mein Bruder Thema viel gespielt und jetzt gibt es einen Generationswechsel. Jetzt spielt erstmalig bei diesem Event mein Sohn mit. Und er setzt mich ehrenvoll, um das Turnier gewinnen zu wollen, sind aber nur Vierter geworden. Aber das ist für das erste Mal, das ist schon gut. Immerhin, es waren sechs sehr starke Teams am Start. Hier wurde hart gefightet. Großartig, toll. Ja, ich fand auch gut, wie die gekämpft haben, weil die sind das erste Mal dabei. Das ist natürlich immer schwer einzuschätzen, wie das mit dem Ball ist, weil das Laub ist tief. Das heißt, der Ball fliegt nicht so weit wie beim normalen Polo. Damit gut umzugehen und das taktisch umzustellen, das ist schon eine Herausforderung. Das haben die gut gemacht. Großartig. Und der Hamburger Polo Club, eure Familie Winter ist ja eine Legende in Deutschland. Was habt ihr für Pläne? Habt ihr noch weitere große Turniere? Also wir sind ja eine große Polo-Familie, weil ich habe ja zwei Brüder gespielt. Mein Bruder Thomas war auch jahrelang auch der beste Spieler Deutschlands. Und eine super Poloschule hat er? Ja, wir haben eine große Poloschule und er hat sich da irgendwann entschieden, tatsächlich alles für den Polosport zu tun, auch beruflich. Und hat da eine große Poloschule aufgebaut, wo ich sage, 99% aller Spieler, die aus dem Hamburger Raum kommen, sind irgendwann durch diese Schule gelaufen und sind jetzt gute Polospieler. Und ihr habt auch fantastische Kids-FIP-Polo-Camps, ja, hattet ihr gerade jetzt Ende Mai. Ja, Wahnsinn, Kindern. Ja, ganz das toll. Nachwuchsförderung. Da kommen teilweise Kinder aus ganz Deutschland. Ich glaube, Österreich, Schweiz waren auch Kinder dabei, weil das einzigartig ist. In dieser Größe ist es auch sehr, sehr schwer zu organisieren. Du brauchst viele Pferde, du brauchst viele Helfer, du brauchst gute Plätze, du brauchst Unterkünfte. Und das machen wir einmal im Jahr. Wir würden es gerne zweimal machen, aber von der Organisation geht nur einmal. Ja, Wahnsinn, toll. Was wäre der deutsche Polosport ohne euch, ohne eure Winterfamilie? Ja, tausend Dank, es ist großartig, vor allem, dass der Nachwuchs jetzt auch schon mit dabei ist. So, jetzt kommen wir zu den ganz wichtigen Parts. Das sind unter anderem die Sponsoren, die Förderer, die Passion sind mit diesem fantastischen Sport. Mr. Schmidt, Polo Sylt, kannst du ein bisschen einen Background geben, bitte? Ja, also wir sind in vierter Generation eine Hamburger Kaufmannsfamilie, die sich mit Textilhandel beschäftigt. Und meine Kinder haben sehr früh den Weg zum Ponyreiten, zum Reiten gefunden. Und irgendwann sind meine vier Kinder in die Fänge der Familie Winter geraten. Okay. Und nun sitzen sie alle zwischen 10 und 17 Jahren auf dem Pferd und sind begeisterte Polospieler und auf dem Weg. In dieser Zeit ist mir diese Marke Polo Sylt über den Weg gelaufen. Da habe ich gesagt, das ist eigentlich eine schöne Sache. Da kann man den Beruf und den Spaß miteinander verbinden. Und insofern führen wir das jetzt weiter und sind froh, dass wir hier Partner sind, weil die Marke Polo Sylt gehört natürlich auch zum Sylter Polo, aber auch darüber hinaus. Und wir unterstützen viel auch die Jugendarbeit. Das ist natürlich vielleicht auch ein eigenes Interesse so ein bisschen. Aber es macht eben sehr viel Spaß und es ist eine sehr fröhliche, engagierte, auch kämpferische, sportbegeisterte Gemeinde, die Polospieler. Und deshalb fühlen wir uns hier sehr wohl. Und anders als viele denken, ist Polo natürlich zunächst mal ist ein wirklich ein harter, ein rougher Sport mit wirklich auch Menschen, die für ihre Pferde da sind, die für diesen Sport da sind und haben eigentlich da, wenn es um den wirklichen Sport geht, ein ganz anderes Image, als dem Sport so nachgesagt wird. Und dafür stehen wir auch in unserer Marke, dass wir irgendwie lebendig im Leben stehen und wir trinken auch gerne mal ein Glas Wein. Aber das ist sehr schön, wunderbar. Das Bier schmeckt uns auch. Großartig. Wo kann man denn eure tollen Designs, eure Fashion kaufen? Habt ihr einen Online-Shop? Seid ihr in Deutschland nur vertreten, auch international? Wir haben einen Online-Shop, wir sind europaweit verfügbar. Wir sind bei den großen einschlägigen Online-Plattformen und bei Händlern zu finden. Also wenn man Polo Sylt eingibt im Internet, dann findet man uns relativ schnell. Wunderbar, das heißt, bei dem nächsten
Beach Polo World Cup auf Sylt werden wir eine schöne Fashion-Show von euch sehen, wo denn die Polo-Player hier Models laufen. Wir haben auch jetzt schon einen kleinen Shop da hinten. Also du kannst dich begeistern lassen. Wunderbar, okay. Aber es großartig. Wird auch immer mehr. Freut uns sehr. Ein Abschlusswort von euch beiden zu diesem tollen Turnier, was großartig funktioniert hat. Also wir werden eine spannende Zukunft haben, auch gerade beim Beach Polo, weil die Jugend ist auch hier. Auch seine Kinder sind hier, haben große Augen schon zugeguckt. Und ich glaube, die nächsten Jahre werden wir einen großen Generationswechsel haben, dass wir das unterstützen werden von der Außenseite her mit den Pferden und die Jungs und Kinder und Mädchen. Ganz viele Mädchen übrigens, die auch zum Sport jetzt kommen, ja, großartig. Werden hier irgendwann auflaufen. Mhm. Und das wird nochmal eine neue Atmosphäre geben, wenn die Kids hier dann irgendwann mitmachen. Ja, großartig. Und was sagst du zu diesem Arena Polo, was jetzt doch relativ neu aus Argentinien rübergekommen ist? Soll eigentlich so die Gruppe zum Arena Polo? Ja. Arena Polo, das also ist Arena ja eine Polo Art ja vom Beach Polo. Kommen. Genau, also, deswegen, ja. Wenn man sich mal umschaut auf der ganzen Welt, gibt es eigentlich kaum noch irgendeinen größeren Polo-Club, wo es keine Arena gibt. Genau. Die sind ganz unterschiedlich. Es gibt Arena auf Rasen, auf Sand, auf Beach Polo, ist Kids Polo, ist ja auch Arena Polo auf Schnee. Mhm. Das kommt, weil es eine andere Sportart ist. Es ergänzt den normalen Sport und es ist für eine viel größere Bandbreite an Spielern und Neuankömmlinge viel einfacher zu erlernen in der Arena, um dann nachher aufs Feld zu gehen. Genau, ja. Und es ist natürlich auch sehr publikumsfreundlich, ne? Es ist ja sehr angenehmer ebenso. Klar, die Regeln sind einfacher. Genau. Beim Arena ist das schneller verständlich für jeden Zuschauer. Mhm. Die Plätze sind kleiner, man kann sich drum rumstellen und ist viel dichter dran. Also das ist ein Rennsport, der wirklich, wirklich sehr stark im Kommen ist. Schön. Und dann auch in Hamburg irgendwann umgesetzt wird. Das ja, und man findet auch einfache Plätze natürlich, um das zu veranstalten. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt. Auf jedem Springreitplatz sozusagen kann man das veranstalten, wo sowieso Veranstaltungen, Pferdeveranstaltungen stattfinden. Wir haben das jahrelang immer gemacht. Immer wenn irgendwo ein großes Springturnier war oder Dressur, haben wir dort immer so kleine Demonstrationsmatches gemacht, um einfach auch den weiteren Pferdesport den Leuten beizubringen. Da waren wir immer gern gesehene Gäste. Wunderbar, schön. Das freut uns. Polo hat eine große Zukunft. Polo Sylt, ein kleines Abschiedswort noch von... Ja, das Schöne für uns ist natürlich, dass wir zwei Turniere hier auf Sylt großartig. Sondern wir haben sowohl das... das klassische, traditionelle Polo in Taitum und eben hier das Beach Polo. Was auch toll ist, weil es unheimlich schnell ist natürlich. Was und, sehr schnell ist und was auch voll besetzt ist, hochkarätiges Polozeug. Hier sieht man natürlich, wie tief der Sand ist und wie schwer das auch für Spieler und Pferd ist. Und deshalb sind wir froh, dass wir hier auch beide Sportarten, wie du es eben gesagt hast, auch präsentieren können auf Sylt. Und wenn das Wetter immer so ist wie an diesem Wochenende, dann kommen wir alle gerne. Großartig, ganz toll. Vielen, vielen tausend Dank. Alle Grüße, liebe Grüße vom Nani Global Polo Magazine. Dankeschön.